Hallo ihr Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Party, die Dawn Edition auf der PlayStation 3. Heute am 30.03. um 15.27 Uhr. Heute mal etwas früher an Tag 3 meiner Corona-Quarantäne. Und ja, wir legen mal direkt los. Beim letzten Mal gab es ja diese Ballerei im Krankenhaus. Wenn ihr euch erinnert, der Dawn liegt ja immer noch, ja, nicht im Sterben, aber er befindet sich in einem kritischen Zustand und Solozzo hat da wohl wieder was arrangiert. Also er steckt da wohl wieder dahinter, denke ich mal. Und das war jetzt schon der zweite Versuch, Don Vito Corleone auszuschalten. Aber wir konnten es vereiteln und hier Frankie hat auch überlebt, die Schwester von Monk, und Monk denke ich auch. Von daher ist alles nochmal gut gegangen. Aber das ist schon beunruhigend, dass es so viele Leute gibt, die scheinbar wollen, dass die Corleone-Familie ausgelöscht wird. Was man dadurch auch merkt, dass wir hier in Little Italy immer wieder angegriffen werden. Das ist ja eigentlich das Gebiet der Corleone-Familie aktuell. Und ja, unser... aktuelle Aufgabe heißt, treffen Sie sich mit Clemenza in Gabriels Tailoring in Little Italy. Das werde ich jetzt aber noch nicht tun. By the way, habe ich wieder nützliche und hilfreiche Kommentare von euch bekommen. Einmal von Dark Flash. Er hat ja geschrieben, dass die Filmrollen nichts mit den Saves zu tun haben. Und dass man die Saves mit Dynamit aufsprengen muss und dass man das Dynamit bei Händlern kaufen kann. Das ist schon mal ein sehr hilfreicher Tipp. Vielen Dank dafür. Und ich habe noch einen anderen Kommentar bekommen. Und das würde ich jetzt auch gerne abarbeiten, wenn mir das jetzt gelingt. Ich weiß es nicht. Dafür müsste ich halt... kann ich hier zoomen? Ja, ich kann zoomen. Dafür müsste ich diese eine Bäckerei wiederfinden. Das hat mir hier... Da Vinci hat mir das kommentiert. Ich hoffe, das ist diese Bäckerei. Ich würde mich jetzt gerne mal dahin begeben. Ich hoffe, das ist diese Bäckerei. Weil er hat mir geschrieben... Da Vinci hat mir auf jeden Fall geschrieben, dass ich da wohl ein illegales Geschäft übersehen habe. Und das wohl der Grund ist, warum dieses Geschäft noch rot angezeigt wird. Und dem würde ich jetzt auch gerne mal nachgehen. Und ansonsten gucken wir mal, was uns heute so erwartet. Also, dann kann ich ja irgendwann... Ich plane auf jeden Fall so diese Saves dann je nach hier Ort abzuarbeiten. Das heißt, ich sage zum Beispiel in einer Folge, ich mache jetzt hier die Saves in Little Italy. Dann grase ich hier alles ab, was es hier so gibt. Das kann dann auch mal ein bisschen länger sein, das Video. Vielleicht sogar eine Stunde, wer weiß. Und dann werde ich hier halt alles abgrasen, was es gibt. Ich weiß ja jetzt auch nicht exakt, in welchem Gebäude es überall Saves gibt. Es soll wohl auch Gebäude geben ohne Safe. Und ich weiß aber nicht, welche das sind. Deswegen muss ich zwangsläufig alle abarbeiten. Alle einmal betreten, nachschauen und... ja, das kann natürlich ein bisschen dauern. Und mit den Filmrollen werde ich es dann genauso machen. Da werde ich dann vielleicht in dem Video die zwei Filmrollen reinschneiden, die ich bereits gesammelt habe. Ich werde das Videomaterial auf jeden Fall aufbewahren. Was also, glotzt du so? Für den Fall der Fälle. Hä? Das sind nicht meine Jungs, oder? Einen Corleone hätte ich hier nicht erwartet. Ja, ach stimmt, weil das illegale Geschäft noch denen gehört wahrscheinlich, ne? Deswegen gehört mir die Bäckerei quasi. Wir haben eine Abmachung. Die Corleones kriegen jede Woche ihr Geld. Versprochen. Genau. Und wenn Da Vinci jetzt recht hat, muss ich jetzt hier hinter noch etwas finden. Oh, das hört sich an, als wäre hier was Illegales versteckt. Hier finde ich auch schon eine Knarre. Das ist ja schon mal ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, verdächtig. Da zücke ich doch direkt mal meine Magnum. Beziehungsweise hab sie schon mal griffbereit. Wer weiß, was jetzt kommt. Ein illegales Geschäft. Ah, okay. Also danke für den Tipp auf jeden Fall. Dann gibt es ja noch weitere Geschäfte, die ich da übersehen habe. Illegale Geschäfte. Schauen wir mal, was haben wir denn hier?
Checken wir mal die Lage. Hier ist ein weiterer Tresor. Oder Safe, wie auch immer. Darf ich hier rein, ohne Stress zu bekommen? Hi. Kannst du mal mit anfassen? Ja, wo soll ich helfen? Weißt du überhaupt, mit wem du sprichst? Verpassen wir ihm einfach eine Kugel zwischen die Augen. Moment, erstmal gucken hier. Hi. Ich will Sie auszahlen. Sie sollen Ihren Ruhestand genießen. Abgemacht. Halten Sie den Laden einfach am Laufen. Und immer schön die Cops schmieren. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich erpressen. Ich habe mich verdrückt. Nein! Maximalen Bonus erhalten. Also eigentlich kann ich das so nicht stehen lassen, Leute. Ich kann ja nochmal neu laden, ist ja gar kein Problem. Und dann sehen wir uns hier nochmal wieder. Ja, ich habe mich verdrückt, Leute. Das war ein Versehen. Kleinen Moment, ich mache nochmal einen Schnitt und dann machen wir das nochmal ordentlich auf die Corleone-Art. Warum knallen wir den Kerl nicht einfach ab? So, Leute, da sind wir wieder. Rein in die gute Stube. Und diesmal werde ich es natürlich auf die Corleone-Art machen, auf die Aldo-Art. Ich bezahle den doch nicht, ich kaufe doch den Laden nicht. Wer bin ich denn? Ich will deine Visage hier nicht mehr sehen, kapisch? Okay, warte kurz. Willst du noch mehr? Kannst du haben. Du willst ein Keulenduell? Come on. Da will jemand sterben, Jungs. Parts, Junge. Weißt du was? Du bist dran, Kleiner. Komm mal mit, Freundchen. Ich wollte diese Exekutionsvariante sowieso mal erledigt haben. Keine Dummheiten jetzt. Nimm deine dreckigen Finger weg. Was kommt als nächstes? Hey. Hua! Jetzt bin ich richtig sauer. Ja, sehe ich. Haust du jetzt mal ab, Kollege? Du bist dran, Kleiner. Klatsch mich ab. Ich will auch mal. Geben Sie mir, was ich will, oder Sie sind tot. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Naja. Ich hab was abgekippt. Ich kann nicht behaupten, Alter, dass bin er mir tot, leid ey. Tut. What the fuck, Alter. Ich kann nicht mehr. Was für ein Folgenanfang. Ich wollte es einfach erzwingen. Und das war nicht richtig. Wie weit ist denn das jetzt bis dahin? Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Ja, das ist natürlich gediegen dann. Dann ist das ja gar nicht so schlimm. Hat ein bisschen Geld gekostet, aber wir können es gleich nochmal versuchen. Dann war es ja echt nicht so schlimm. Ich werde es auf jeden Fall gleich nochmal probieren. Will jemand Ärger? Entschuldigung, tut mir schrecklich leid. So, ich werde es aber nochmal versuchen eigentlich. Also ohne Scheiß. Ich kann das eigentlich nicht so bleiben lassen. So, welcher Kerl hat mich hier gerade angegriffen? Du bist erledigt, Kleiner. Komm her. Ist halt nervig, wenn er sich losreißt, ne? Nimm deine dreckigen Finger weg! Du wirst dir wünschen, nie geboren zu sein. Das ist das Nervigste, wenn die jetzt hier reinkommen. Und was jetzt? Nimm deine dreckigen... Hast du noch nicht genug? Ich warte auf dich. Dann verzieht euch doch mal. Aber es wäre eigentlich so schlecht, wenn ich jetzt... Komm mal mit hier hoch. So. Komm mal hierher. Junge. So, und jetzt... Er ist angeschossen! Was kommt als nächstes? Los jetzt! Warum lässt du es mich nicht versuchen? Wirklich, du hast eine Chance? Jetzt komm! Das merke ich Nein! 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 Nicht schon wieder. Mann, Leute, ich denke, ihr wisst, was ich vorhabe, aber... Das funktioniert gerade irgendwie nicht. Ach, die gute alte Tommy Gun. Kann das Leben sich jetzt bitte mal etwas regenerieren? Ich hab ihn! Gib mir Deckung! Verdammter Mistkerl! Ich hab dich, wa? Schau, zeig dich doch jetzt mal. Er ist erledigt. Denkst du, bist mir gewachsen? Versuch's doch. Ich hab ihn. Sehr gut, komm mal. Gott, das wollte ich gar nicht. Ach du Scheiße. Komm mal mit. Lass das! Der kann sich doch jetzt nicht mehr losreißen, Was oder? Willst Der ist du? Doch so gut wie tot.
Lass das! Hoch! Ich hab nichts getan! Geh doch jetzt bitte da hoch! Lass Mann. Das! Und was jetzt? Geh doch hoch hey. Da jetzt! Hallo! Nein! Volltreffer. Nein! Ich, ach Mann! Ich will den in den Ofen schmeißen, Mann! Ach Mann, ich lasse es am besten einfach. Das ist zum Kotzen, weißt du? Da will man mal was ausprobieren, mal was anderes machen. Das klappt einfach gar nicht. Weil die sich einfach nicht in den Ofen schubsen lassen, diese Vollidioten, ey. Ich meine, man kann sie nicht verübeln, aber... Naja, gut, okay. Jetzt mache ich kurz einen Prozess. Jetzt kommt die schnelle, langweiligere Variante. Ach, Mann. Das ist unser Revier. Ja, schön für euch. Wir haben eine Abmachung. Die Corleones kriegen ja, die haben wir. Versprochen. So, jetzt bin ich aber nicht mehr der freundliche Aldo hier. Jetzt komme ich ja einfach gleich mit der Pistole rein. Und dann ist hier Feierabend. Drückst du... So, Schluss jetzt hier. Denkst du, bist mir gewachsen? Versuch's doch. Na, komm her. Ja, wer ballert denn da überhaupt? Was geht hier ab? Ja, Entschuldigung, dass es hier schon wieder so drunter drüber geht, aber die Leute lernen es ja auch einfach nicht. So. Jetzt erpresse ich den Laden hier einfach. Ich will ja noch ein paar weitere übernehmen, deswegen... Hi! Nein! Raus mit dir! Der Druck steigt. Das reicht! Was wollen Sie? Ich will erstmal diese Waffe, die da unten liegt. Du denkst, du bist mir gewachsen? Versuch's doch. Ich glaube, er hat schon ziemlich Angst. Leones sind erledigt. Oh nein, ich hab's übertrieben. Och, das darf doch nicht wahr sein, Alter. Aber Leute, ganz ehrlich, ich mach noch einen einzigen Schnitt und dann mache ich's von Anfang an ordentlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab's übertrieben. Jetzt reicht's mir langsam hier. Bis gleich. So, jetzt ein letztes Mal, Leute. Ich verspreche es euch. Die Corleones kriegen jede Woche ihr Geld. Aber ich muss halt auch mal so ein bisschen rumprobieren, Leute. Es ist halt einfach ein Blindspiel. Was soll ich machen? Ich bin ja auch neugierig, was sowas anbelangt. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Feierabend hier. Das Schwein hat mich! Jetzt habe ich eine Kugel zu viel verballert. Oh, Bastard! Du denkst, du bist mir gewachsen? Versuch's doch. Ah, eine neue Exekutionsvariante sogar. Dann hat das ja sogar noch was gebracht hier. Kommen die jetzt nochmal rund? Ja, da kommen sie. Junge, 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 hat mich voll erwischt. Heilige Scheiße, wo kam er denn jetzt her? Zielt auf deine Brust! Hallo! Du Scheiße, ich muss aufpassen. Alter, ist der viel. Huh! Nein! Junge, wo kommen die jetzt alle her? Die waren eben auch nicht alle da. Junge, baller doch nicht deine ganze Muni alle da. Die ist doch wertvoll. Ich brauch die doch noch. Weil im Endeffekt sammle ich die ja ein. Raus mit dir! Warte, 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 warte. Wie kriegen das hin? Wieso ist das jetzt so spektakulär hier auf einmal? Oh, da kommt noch irgendwo einer. Ich sollte mich beeilen. Ich ergebe mich! Warte kurz, warte, warte, warte. Es geht noch mehr. Ich amüsiere mich prächtig. Und du? Geht noch mehr. Raus mit dir! Einmal noch. Reicht. Wer in dieser Gegend schmuggelt, muss zahlen. Verstanden? Na gut, Sie haben gewonnen. Aber sagen Sie keinem was, okay? Oh Gott, Schock des Jahrhunderts gerade. Ich dachte, ich habe nicht aufgenommen. Boah. Ich merke gerade, wie so ein richtiger Schock durch meinen Körper gerade wandert. Ach, aber ich habe es geschafft. Hat ein bisschen gedauert, Leute, aber... Er ist am Boden zerstört. Er kann es nicht glauben. Aber das passt schon. Wer knallt denn da noch rum, ey? Jetzt habe ich ja das, was ich wollte. Alles gut. Eine Filmrolle.
Die möchte ich nicht einsammeln. Hallo? Kann ich nicht mit dir interagieren? Was ist los mit dir? Weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt so oft versucht habe, aber es hat ja geklappt. So, und jetzt gehört uns dieses... Ja, genau. Jetzt ist es richtig. Und das müssen wir da vorne auch noch machen. Es gehört immer noch der Cuneo-Familie. Ich möchte jetzt hier schon noch so ein bisschen weitermachen. Hier gibt es ja noch einige Läden, die man so ausrauben kann. Und die würde ich gerne... Hallo? Nein? Ach, diese Karte, ne? Macht mich ein bisschen fertig. So, da geht's jetzt als nächstes hin. Komm doch her! Komm her. Soll ich doch noch einen Ofensmasher machen? Oh nein, was für ein Chaos. Hallo? Hörst du mal bitte auf jetzt? Deinem scheiß Rumgeballere da draußen. Du willst es auch nicht anders, ne? Oh Mann, ich habe einen Zivilisten abgeballert. Nein! Auf offener Straße, ihr seid doch nicht ganz dicht hier. Und die Cops sind auch da. Was hast du jetzt davon? Ey, ich hab doch gar nicht. Jetzt bin ich der Nächste oder was? Nein! Nein, 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 nein! Jetzt bist du dran! Ich weiß. Nein! Alter, was ist das für eine Folge, Mann? Das kannst du doch keinem erzählen, was hier passiert. Nämlich gar nichts. Der Fortschritt ist gleich null fast. Ich habe einen Laden ausgeraubt und gefühlt 15 Minuten. Beziehungsweise nicht ausgeraubt, ich habe ihn halt übernommen. Ich habe Schutzgeld erpresst jetzt, fortan. So, aber... Der Doktor ist gleich bei Ihnen. Der war doch schon bei mir, Mann. Schon mehrfach. Ich bin Stammkunde. Kriege ich jetzt bald mal Rabatt oder so? Oder ist das wie beim Dönermann? Ab 10 Döner kriegst du hier eine Behandlung umsonst oder sowas? Oder irgendein Spielzeug oder so? Oder irgendwas gratis? Irgendwas, das... Ja, wird sich bei mir ja fast schon lohnen hier. Naja, gut. Jetzt holen wir uns noch den anderen Laden und dann noch ein paar andere. Ich habe jetzt richtig Bock, hier ein bisschen was einzunehmen. Ah, ich werde schon irgendwann bestimmt mal eine Gelegenheit finden, jemanden auch mal so zu exekutieren. Und ich muss auch mal andere Waffen nehmen. Das war irgendwie eine Wilhelm-Methode oder so, stand da. Es stand da ja nur ganz kurz. Und das da vorne ist ein Waffenladen, oder was? Oder ein Waffenhändler. Aber ich werde sowieso... habe ich mir jetzt mal so überlegt. Ich werde sowieso erst mit diesem... mit den Saves anfangen, wenn ich wirklich alles eingenommen habe. Weil vorher macht es einfach keinen Sinn. Ein neuer Schauplatz. Warum lasst ihr Sträuche mich nicht in Ruhe? Ein schöner Tabakladen. Was ist der Ihnen denn wert? Das ist eine anständige Stadt. Und jetzt raus! Du willst doch nicht, dass ich... Und jetzt raus hier! Du willst doch nicht, dass ich deinen Anzug besudel, oder? Hallo, hörst du jetzt mal auf da? Aber der Typ will aber auch wirklich kassieren, oder? Guck doch mal an, wie lediert du schon bist. Schnappt euch den Kerl und legt ihn um! Exekution mit Magnum. Was ist mit Ihrem Freund? Hey, so kommen wir nie ins Geschäft. Als ob die Kugel nicht durch die Scheibe ging und er nicht dadurch getroffen werden konnte. Was muss ich machen? Und die nächsten. Als ob jetzt auch noch die Cops hier antanzen wollen. Was ist unten diese heilige Scheiße? Man weiß nie, wo so ein Querschläger landet. Das weiß man bei der Pistole wirklich nicht. So, Junge. Lassen Sie mich los! Aufhören! Verhandeln wir! Tun wir doch gerade! Warten Sie nur, bis ich das den Cops erzähle! Lassen Sie mich los! Mal wieder ein bisschen Lassen gehustet. Sie mich los! Ja! Das hat wehgetan! Was haben Sie für ein Problem? So, wir verhandeln jetzt, ja. Ohne Daumen kann man keine Zigarren rollen, verstehen Sie? Was wollen Sie denn noch? Ich zahle. Schön, dass wir uns einigen konnten.
noch viel mehr geöffnet als das, habe ich das Gefühl. Na doch! Pam, Junge. Haben wir ihn. Und ich will die Waffe da haben. Was ist das? Eine Schrotflinte? Ja. Was für eine Tragödie. Ey, die Vendetta deutet sich immer mehr an. Von der Cuneo-Familie. Aber ich glaube, das war's jetzt erstmal. Aber jetzt geht's noch ins illegale Geschäft, Leute. Jetzt wird's also richtig spannend. Und ich nehme mal die Markierung weg. Er hat das Hintertürchen für uns geöffnet. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ich bring dich um. Ha! Okay, du bist nur so ein Mitarbeiter, so ein Angestellter hier, der nichts kann. Du bist böse, oder? Nee, du bist auch nicht böse. Du bist böse. Ich hab ihn! Gib mir Deckung! Komm mal her. Nimm oh Gott. Ja, warte. Ich hab den Kerl! Alter, jetzt geht's ab. Moment, ich muss ja kurz irgendwas nehmen, was hier... Ich hab... Das hat gezwirbelt. Tommy Gun! Zielt auf deine Brust! Okay, ich muss mal kurz Rückzug nehmen. Ah, einmal kurz zurückziehen. Shit, 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 das geht richtig ab hier. Ham! Und der hat ein Heilfläschchen. Wichtig, 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 das jetzt einzusammeln. Ich hole es mir schnell. Was ist denn passiert? Ja, ich bin wieder voll. Bin wieder voll. Sehr gut. Unglaublich. Wo ist denn hier der Oberboss? Wo ist hier der Oberboss? Ist das Blut? Was für eine Tragödie. Allerdings. Aber leider nicht zu vermeiden. Ich kann das nicht glauben. So, Massimo. Es tut mir leid, aber ich muss was ausprobieren. Wenn ich hier die Treppe hoch kann. Na, komm her. Komm schon, Arschloch. Zieh dich nicht so. Jetzt komm doch mal da. Nein. Nimm deine dreckigen Finger weg. Nein. Du so. Knall ihn doch mal da rein. Lass da jetzt. Das. Hallo. Knall. Wieso? Was kommt als nächstes? Bastard. Es tut mir echt wahnsinnig leid, aber. Willkommen bei Infamous. Oder so. Kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, wenn ich das so gesehen habe. Oder wir sind jetzt der Imperator bei Star Wars. Wir können ab jetzt blitzen. Ab jetzt kann ich blitzen, Leute. Oder so. Ja, ist doch gut. Ich bin doch keine Wunderkerze, Mann. Heilige Macaroni. Ist das krass. Oh Gott! Aber wir sind noch nicht fertig hier. Hier gibt es immer noch mehr Leute, scheinbar. Hier geht's ja noch weiter. Was ist denn das hier? Wie groß ist denn der Bums hier? Hier ist schon wieder Schluss. Aber wo ist denn jetzt der Dude, den ich einnehmen kann? Hier muss doch irgendwo... Ja, eine Filmrolle. Wow, Alter. Aber es gehört ja irgendwie immer noch nicht mir. Deswegen ist die Frage jetzt... Was muss ich jetzt tun? Warum verschwinden einfach Menschen hier? Wo ist denn jetzt der Obermacker hier, den ich... fragen muss, was hier abgeht? Ach, da oben geht es ja auch noch weiter, ne? Ah, die zweite Etage. Wo ist denn der Big Boss? Da muss er ja irgendwo sich verkriechen. Oder hier. Es ist so groß hier oben. Hier wäre theoretisch. Hier ist auf jeden Fall ein Safe. Wo seid ihr? Mist, ich bin spät dran. Er ist spät dran? Womit? Hier geht's auch noch rein, ne?
Nee, hier geht's nicht rein. Hä? Was ist denn das hier? Da ist noch ein Aufzug. Was bringt der mir? Wo ist der? Wo ist denn der Kerl? Habe ich den getötet aus Versehen? Ich weiß es nicht. Hm. Hier bin ich schon wieder draußen. Hä, ich muss doch... Was sagst du dazu? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Das habe ich nicht verdient. Tu mir nichts! Habe ich nicht vor, aber ich will jetzt trotzdem wissen, wo ist jetzt hier der verkackte Boss? Und wie schnell habt ihr den bitte wieder repariert hier? Das kann mir doch keiner erzählen, dass hier kein Boss ist. Ich muss doch irgendwie diesen Laden erobern können. Das ist doch unglaublich. Der muss doch irgendwo sein hier. Leute! Oder geht das nur über den Aufzug? Aber irgendwie steht hier ja keiner. Normalerweise würden die hier stehen. Hier würde normalerweise dieser... der Dude rumstehen. Da ist er doch. Ach du Scheiße. Sehr gut. Hier geht's noch weiter, Leute. Ich wusste doch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich hab ihn ja auch nicht gesehen. Das hätte ich ja gemerkt, wenn ich den getötet hätte. So einfach tötet man die ja auch nicht. Die gehen ja meistens auf Distanz. Die greifen sich ja nicht an. Die Bosse. Gute Nacht. So, und jetzt lass mich mal erstmal hier alles einsammeln. Und wir reden jetzt gleich mal eine Runde. Ich arbeite für niemanden. Das sagst du jetzt noch. Aber ich habe ein bisschen was für dich vorbereitet. Okay, sagen Sie, was Sie wollen. Na, ist ganz schön Angst, oder? Okay, jetzt ist Schluss. Ja, reicht doch. Mit dem Schmuggel ist Schluss, wenn Sie die Corleones nicht beteiligen. Kapiert? Sie haben gewonnen. Gehen Sie jetzt, okay? Okay. Man kann ja alles konstruktiv lösen und ganz ohne Gewalt. Und das ist wieder ein eindrucksvoller Beweis dafür. Na, man muss ja nicht immer gleich mit der Keule ankommen. Man kann sie zwar in der Hand halten, aber ob man dann damit schlägt, das ist nochmal eine andere Sache. Und ich habe es nicht getan. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme halt. Weil es ist leider eine sehr, sehr gefährliche Welt, in der wir hier leben. Und da braucht man so ein paar Abschreckungswaffen. So. Das haben wir erobert. Ein weiteres Unternehmen. Gehört jetzt der Corleone. Was ist eigentlich mit dir los? Was stimmt mit dir nicht? Ruf die Bullen! Was? Das ist unser Laden jetzt hier. Hier regiert die Corleone-Familie jetzt. So, einen Laden würde ich gerne noch einnehmen. Irgendeinen. Haben wir hier noch irgendwas? Aber ist das schön hier, wie man das... Guckt euch das mal an hier. Überall Corleone-Zeichen. Himmlisch, himmlisch, himmlisch. Und das da unten ist so ein richtiger Waffenhändler. Was war denn hier eigentlich? Gab noch mehr... Da. Verstecke, freie Verstecke. Mordauftrag. Mordauftragsziel, Auftraggeber, Zielperson, LKW-Ziel, Drogenfassade. Und hört ihr eigentlich gerade das Bohren des Nachbarns? Ich hoffe, das hört man hier nicht. Ist ja lästig. Aber was willst du machen? So, also, wo gehen wir denn jetzt nochmal hin? Ich muss auf jeden Fall noch irgendwas tun. S ist hier, was war S jetzt? Stracci. Ärgern wir die Stracis doch nochmal so ein bisschen. Was haltet ihr davon? Und dann machen wir beim nächsten Mal mit der Story weiter und dann irgendwann erobern wir wieder ein bisschen Läden. Ich hoffe mal ein bisschen erfolgreicher als jetzt heute. Ich hoffe es war ein bisschen trotzdem irgendwie unterhaltsam. Nee. Aber es ist halt einfach so dieses
Einfach mal was ausprobieren. Das mit dem Ofen hat jetzt leider noch nicht geklappt. Aber vielleicht wird das ja noch. Ich hoffe, es wird noch was. Treffe ich mich heute mit Susie oder mit Ray? So, jetzt schön an der Markierung vorbei. Nicht, dass ich die jetzt irgendwie auslöse oder sowas. Ich will nicht, dass die Mission getriggert wird. Das schaffen wir heute nicht mehr. So, aber die Stratschis würde ich schon ganz gerne nochmal so ein bisschen kitzeln. Aber dann weiß ich jetzt wenigstens auch Bescheid, wenn das Symbol noch nicht dieses Löwensymbol ist, dann ist das noch nicht in meinem Besitz. Und dann wird sich da eventuell... Ich sollte mir noch einen Martini bestellen. Hat es geklingelt? Moment kurz. So, es geht wieder weiter. Keine Ahnung, es hat gerade geklingelt, aber ich glaube, das galt nicht mir. Ich glaube, das war einfach nur wieder der Postbote, der nicht reinkam und dann wieder bei allen geklingelt hat, damit er reingelassen wird ins Haus. Ach ja, ist immer ein bisschen nervig, aber gut, die müssen ja auch irgendwie reinkommen. Ja, denke ich jetzt mal. Weil normalerweise mache ich niemanden die Tür auf, der sich nicht vorher bei mir, ja, per WhatsApp oder so ankündigt, weil ich ja auch keinen Türspion habe. Und ich mache ja nicht irgendwem die Tür auf, außerdem bin ich positiv, Corona-positiv, und deswegen öffne ich schon mal gar nicht die Tür. Egal, wir machen weiter. So, was ist eine Folge heute, ne? Aber ich bin ja zum Glück fast da. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme hier, aber ist egal, dann ist die Folge sonst ein bisschen länger. Vom Fortschritt her ist ja echt nicht viel passiert, leider. So. Das hier ist unser Revier, kapiert? Noch. Ich amüsiere mich prächtig mit diesen Frauen. Wir holen uns nach und nach den Italy zurück. Freut mich, Sie zu sehen, Sir. Machen Sie keine Dummheiten. Kann ich nicht erstmal ins illegale Geschäft stürmen? Wenn hier eins ist? Da liegt einfach mal eine Knarre. Ja, genau. Ganz sicherlich liegt hier einfach so eine Knarre rum. Ich verstehe schon. Ja. Ich verstehe schon. Hier passiert gar nichts, ne? Das ist wahrscheinlich nur der Pausenraum. Ich glaube, ich baller die jetzt über den Haufen. Nein, ist für mich keine Antwort. Hier stehen einige hübsche Sachen. Sind Sie eigentlich versichert? Nein, Sie können mich nicht zwingen. Ich versuche hier nur von etwas zu leben. Das glaubst aber auch nur du, dass das so ist. Moment kurz. Meine Freunde wollen schon wieder was von mir. Muss ich nachhelfen? Aufhören! Verhandeln wir! Moment kurz, wir können gleich verhandeln. Alles gut, aber... Einige Leute kapieren es einfach nicht. Erstmal ein bisschen die Stratschis ärgern. Junge! Pack das Ding wieder ein, ey! Patz! So, jetzt... Hey, ganz ruhig! Beruhigen Sie sich! Warte kurz! Ich fürchte, ich habe was kaputt gemacht. Na, warte kurz, ich muss erstmal kurz die... Hilfe! Ja, warte, ich muss kurz was aufsammeln. Ich glaube, ich lasse ihn in Ruhe, Dario. Dario Stracci ist das? Das ist ja wirklich einer der Familie Stracci. Der ist ja sogar... wirklich aus der Familie Stracci. Wenn ich hier fertig bin, brauchen Sie Jahre, um alles wieder zusammenzuflicken. Aufhören! Sie haben gewonnen. Verhandlung erfolgreich. Ja, sehr schön. Geht's jetzt hier noch weiter, oder... Wie ist es? Ich meine, hier liegt eine Knarre. Das kann mir keiner erzählen, dass das hier nicht irgendwie illegal ist. Na, was haben wir denn hier? Ich muss mir das erstmal ein bisschen anschauen hier oben, weil, ganz ehrlich, normal sieht das hier für mich nicht aus. Aber hier ist kein Safe. Ah doch, hier ist einer. Okay, hier ist also nur ein Safe, oder was? Aber das haben schon viele gesagt. Wir gucken mal hier, was hier auf dem Hinterhof so passiert.
Es kommt mir so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Wenn ich ganz ehrlich, war ich hier schon? Oder sieht so einfach ein Also es ist ja kein Hinterhof, es ist ja ein Dach. Ja, es ist ein Dach. Wow, ganz schön hoch, ey. Und da unten liegt eine Filmrolle. Hä? Nö, dann ist hier wahrscheinlich nichts. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch gar nicht reingekonnt. Der würde mir ja niemals die Tür öffnen, beziehungsweise die wäre ja niemals offen, wenn hier wirklich ein illegales Geschäft versteckt wäre. Nee, das kann ja gar nicht sein. Na gut. Haben wir das? Na, was macht die Arbeit? Zu viel Schwerstarbeit in diesem Job. Ja, scheiße, oder? Ist ein harter Job, aber irgendwer muss es ja machen. Ja, wenn es euch nicht geben würde, dann wären wir ganz schön am Arsch. Also wirklich. Danke, danke, danke. Ich bin ein ehrbarer Geschäftsmann. Aldo genauso. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Corleones. Und das kommt aus dem Mund von Dario Stracci. Alter Schwede. Wenn das der Don Stracci erfahren würde, ich weiß nicht, ob er noch in der Familie wäre. Also da stand doch gerade Dario Stracci. Das muss ja einer... Nicht, mich zu sehen? Au! Also... Das ist aber auch brutal hier alles. So Leute, dann lasst uns doch mal zurück zum Versteck. Kurz. Und dann mal schauen. Ich bin ein bisschen durch den Wind jetzt, das mit dem Klingeln und so, aber ich glaube wirklich, dass das der DHL-Mann war. Weil ich habe aus dem Fenster geschaut und da lief eben ein Postbote rum. Ich glaube, das war... Der wollte nur kurz reingelassen werden. Komm mir nicht zu nahe! Hilfe! Hilft uns denn keiner! Was denn? Weißt du was? Warst du schon mal in Topeka? Ist seine Aura schon so furchteinflößend, dass die Leute schon von sich aus Angst bekommen, wenn sie ihn sehen? Obwohl sie ihn gar nicht kennen. Nee, ich will da nicht hin. Jetzt darf ich hier nicht falsch irgendwo reinlaufen. Umdrehen. Ganz links vorbeilaufen. Nicht, dass das irgendwie getriggert wird. Und da vorne ist das grüne Häuschen. Da muss ich rein. Oh, wie ungeschickt von mir. Sie suchen einen Bürojob? Ja, das wäre ganz nett. So in der Buchhaltung kann ich mir Aldo sehr gut vorstellen. Gehen wir nochmal ran und hören uns an, was uns in der nächsten Folge erwarten wird. Kleiner, Clemenza hier. Komm sofort zur Mulberry Street in Little Italy. Wird gemacht, Chef, aber erst in der nächsten Folge. Ja gut, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mal ciao. Macht's gut. Bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao. Bis bald. Macht's gut. Ich wiederhole mich. Ciao.